Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder back. Manik am Start mit einem brandheißen neuen Video. Heute von einer ganz anderen Art und Seite. Und zwar von der Marvel-Seite. Ja, es gibt momentan nichts Heißeres zu besprechen als WandaVision. Und ich hoffe, ihr seid auch alle am Start. Und ja, chillt mit mir hier ein bisschen ab jetzt. Und gönnt euch den heißen Hasen. Wenn ihr noch kein Disney Plus habt, schaut auf jeden Fall weg, weil wir besprechen hier Themen, die wirklich in der Serie stattgefunden haben. Also Spoiler Alert ab der Stelle hier. Lasst doch gerne mal ein Abo da, wenn ihr neu seid hier auf dem Kanal, und empfehlt mich gerne weiter, um hier heißherz zu diskutieren. In Zukunft werden mehr solcher Videos auf jeden Fall stattfinden. Um das ganze Video natürlich zu beginnen, müssen wir natürlich erstmal ein Thema finden, worüber wir sprechen können. Und es geht sich natürlich um nichts Geringeres als um Evan Peters, der zurück ins MCU gekommen ist. Ja, ihr hört richtig, Freunde. Evan Peters ist zurück. Ja, der Quicksilver, der aus dem X-Men-Universum stammt, scheint also jetzt im Marvel-Universum da zu sein. Freunde, ganz gechillt. Auf ihrem Bruderbasis dachte sich Marvel, ja komm, wir schicken ihn ins richtige Universum. Und ja. So, das Ganze, was sich hier natürlich jetzt als fragwürdig aufweist, ist, wie kommt er bitte in dieses Universum rein? Und ja, wir wissen es alle noch nicht so ganz. Ich gehe davon aus, dass hinter dem Charakter noch mehr steckt. Natürlich wird sich das auch in den nächsten Episoden zeigen. Aber ja, hier seht ihr auch auf jeden Fall nochmal, wie er ganz plötzlich vor der Tür stand, währenddessen Wanda und Vision sich gestritten haben. Ganz plötzlich und merkwürdig natürlich, als ob es so gewollt wäre von einer Person, die sich im Hintergrund befindet. Dies ist aber nicht die einzige weirde Szene, die passiert. Und zwar passiert in der nächsten Folge zum Beispiel eine andere Sache, wo Quicksilver über einen Kommentar von Billy lacht, wo Billy sich darüber witzig macht, dass Wanda einfach so aussieht wie Rotkäppchen. Also die meisten von euch da draußen kennen sicherlich Rotkäppchen und die Storyline dahinter, dass der Wolf die Oma des Kindes frisst und sich dann natürlich als die Oma ausgibt, also quasi als Charakter hinter der Figur. Auch lässt Wandas Bruder einmal einen dummen Kommentar raus, wie dass Vision doch nicht noch ein zweites Mal sterben solle, weil er die Barriere zur Realität durchbricht und quasi in Stücken zerfetzt wird. Daraufhin schleudert Wanda ihn in eine ganz andere Richtung, der quasi Map. Alles in allem erscheint mir sehr, sehr merkwürdig, und ob Marvel uns da wirklich hinters Licht führen will mit Quicksilver oder ob sich da wirklich noch mehr hinter verbirgt. Meine Meinung ist, dass hinter Quicksilver sich Mephisto verbirgt. Das ist meine eigene Meinung und die wollte ich jetzt loswerden. Sollte sich wirklich Mephisto hinter Quicksilver verstecken, wäre das ein Final Boom und man könnte wirklich super Doctor Strange mit einfügen in dieses ganze Universum von Wanda und Vision. Und man würde wirklich eine riesen Storyline kreieren, indem man wirklich einen Teufel in eine Serie mit einfügt, wogegen Doctor Strange, Wanda und Vision einfach kämpfen müssten. Es wäre halt so interessant. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, was für Stärken und Schwächen Mephisto hat. Also, bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Meine Meinung ist, hinter Quicksilver versteckt sich Mephisto. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin echt mal gespannt. Das war meine erste Folge zu WandaVision. Es ist natürlich noch etwas gewöhnungsbedürftig, dieser Format. Ich hoffe aber trotzdem, dass es euch irgendwo gefallen hat, zuzuhören. Und wenn ihr in Zukunft mehr solche Videos sehen wollt, liked auf jeden Fall dieses Video und lasst einen Kommentar ab und Feedback da. Dankeschön, peace out.